Tada! Wir sind in einer Audio-Top-10-Show. Das heißt, wir achten auf Klang und da haben wir heute die Top-10-Produkte, die bei Ihnen am beliebtesten sind, mal zusammengestellt. Audio, jeder liebt es, Musik zu hören, aber es gibt ja so viel mehr, was man mit Audio hören kann. Fernsehton, Podcasts, Hörbücher, egal was. Wir lieben Musik und Klang um uns herum. Und dann haben wir diese Top-10 für Sie zusammengestellt. Wir legen sofort los mit Platz Nummer 10. Das ist eine Neuheit und ein absolutes Trendprodukt. Das sehen Sie überall auf den Straßen, in den Ohren von Kids und auch älteren Herrschaften. Ja, und das Schöne ist, das hier sieht man eigentlich nicht, aber es ist ein absolutes Trendprodukt. Und ja, ich liebe es auch, vielleicht auch was für die Älteren, in ihr Headsets, also im Ohr, Ohrhörer, würde ich dazu sagen. Und da ist mal eine Mode aufgekommen, dass man die ganz groß sieht, so diese Stäbchen. Ja, ich persönlich bin der Meinung, man muss nicht sehen, dass ich Musik höre und auch meine Ohrhörer nicht. Und da ist das passend. Ja, hier, das sehen wir, das ist die Aufbewahrungsbox, übrigens gleichzeitig Ladebox. Und wenn ich die jetzt aufmache, sehen wir, wie klein die sind. Die verschwinden eigentlich komplett im Ohr. Monika, hast du schon eins im Ohr? Ja. Da schauen wir jetzt mal. Jetzt haben wir eben nicht diesen halben Meter, dass das raussteht, sondern wirklich nur einen kleinen Knopf mit Handbedienung, also One Touch, Bluetooth 5 selbstverständlich und eine unglaublich lange Akkulaufzeit. Also wir haben hier eine Akkulaufzeit von 6 Stunden, aber die Box hier ist in der Lage, das auch noch mal zweimal komplett wieder aufzuladen. Wahnsinn. Und dann kommen wir zu einer Gesamtlaufzeit von 18 Stunden, ohne dass du eine Steckdose suchen musst. Also absolutes Trendprodukt, sieht toll aus, klingt, das können wir sagen, fantastisch. Monika, hast du die schon mal ausprobiert vom Klang her? Nee, leider noch nie. Dann wird's Zeit, du wirst auch begeistert sein. Aber ich weiß, dass viele für solche In-Ear-Headsets, oh, das Wort Ohrhörer, ja, ein Vermögen ausgeben, hunderte von Euro. Und jetzt schauen wir bei uns auf den Preis. Neueste Technologie, Bluetooth 5, Akku, sparend das Ganze, also wirklich unglaublich schön. Handlich auch, die Aufbewahrungsbox, ich finde das klasse. Dann sucht man sie nicht, hat sie immer griffbereit. Und telefonieren kann man natürlich auch damit. Ich ist eine Freisprecher auch noch, ja. Einmal per Bluetooth verbunden mit Ihrem Smartphone, wenn ein Anruf kommt, klick. Und dann telefonieren Sie. Also ich finde es einfach klasse und vor allem auch mir sympathisch, dass ich nicht diese Sachen im Gesicht hängen habe bei Ohrhörern. Ja? Viele mögen das, das sei Ihnen auch gegönnt. Ich mag es nicht. Und wenn Sie auch zu der Fraktion gehören, die das nicht mag, sondern kleinstmöglich, aber bestes Klangvolumen, dann ist das genau Ihre erste Wahl. Ist mit Sicherheit, Ingo, auch eine tolle Geschenkidee, gerade für junge Leute wie Monika, aber auch für noch Jüngere, aber auch wir Älteren hören. Ich weiß, du hörst zum Beispiel, wenn du heimfährst nach Bremen, hörst du oft mal Podcasts, ja, oder? Podcast, ja. Das ist natürlich auch phänomenal, dann hörst du es genau und bist erst fast keine mir ist es zum Beispiel lästig, wenn ich also spazieren gehe, mit Kabeln rumzurennen. Und ich habe noch keinen guten Kopfhörer gefunden, der erschwinglich ist, sage ich mal, wo das dann eben drahtlos ist. Und die kann man eben mal reinstecken, man ist weiterhin erreichbar per Telefon. Es fällt nicht auf, wie du sagtest, es hat nicht diesen Steg da eben noch dran und hat wirklich tollen Klang. Wir haben uns die vorhin mal angehört. Ist eine Neuheit und schon sehr, sehr beliebt. Und vor allem der Preis. Schauen Sie sich den Preis mal ganz genau an. Sie wissen das selber, dass die normalerweise von diesem Hersteller mit dem abgebissenen Obst, die kosten, ich glaube, die neueste Generation 350 Euro. Ich will das manchmal gar nicht wissen. Also alles, das ist ich muss wirklich jetzt sagen, für Ohrstecker, ja, hier einen dreifachen Betrag, also dreistelligen Betrag auszugeben, da bin ich zu geizig dazu. Da bin ich einfach noch alte Schule. Aber hier, ich muss sagen, 25,64 Euro, das lasse ich mir komplett gefallen. Ja, natürlich erstmal den Soundcheck gemacht. Wir haben es beide ausprobiert. Der Klang ist fantastisch. Die Bedienung ist einfach. Die Akkulaufzeit ist super. Bluetooth 5. Ja, also was will man mehr? Und bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich nur sagen, machen Sie es wie viele vor Ihnen. Das ist ja deutlich durch die Platzierung, Platz Nummer 10. Ja. Machen Sie es wie viele vor Ihnen. Bestellen Sie sich diese Ohrhörer. Das ist so komfortabel und so einfach von der Bedienung auch. Und ich finde das mit der Box eben auch toll, dass sie da gleichzeitig drin geladen werden. Richtig toll hier unsere In-Ear-Stereo-Headset, die Neuheit, hat die Bestellnummer ZX3182569. ZX3182569. Und dann steht Ihrem kabellosen Musikgenuss und Telefonmöglichkeit auch noch dazu. Nichts mehr im Wege für 25,64 Euro. Ein Spitzenpreis hier. Einfach das Handy mit verbinden und Sie haben ein kabelloses Musiksystem im Ohr, ein In-Ear-Headset. Das war unser Platz Nummer 10. Wir bleiben in dem Genre. Hier kommt Ihr Platz Nummer 9.
Ja, auch dies hier sind wieder True Wireless in ihr Headset. Das ist ähnlich, aber das ist unser Bestseller. Der wird deutlich besser verkauft noch. Ne? Ja, ganz einfach, weil wir sehen das schon hier an der Optik, aber wir werden es gleich auspacken. Monika hat schon, wir haben diese Ohrbügel dran. Ah. Und diese Ohrbügel sind jetzt nicht ein Rückschritt, ganz im Gegenteil, es ist ein Fortschritt für alle, die aktiv sind. Monika, machst du als mit Ohrhörern Sport? Wenn man zu wild macht, ich sag mal beim Zumba zum Beispiel, sage ich jetzt mal, oder bei Ähnlichem, können die schon mal rausfallen. Das stimmt. Und jetzt überleg mal, du bist irgendwo beim Dauerlauf oder beim Joggen in freier Natur, unter Umständen findest du die gar nicht mehr. Und deshalb sind die hier herausragend mit diesen Ohrbügeln. Und du kannst mal versuchen, der Ohrbügel kommt hinters Ohr. Mhm. Ja, und jetzt anders, ich glaube, du hast jetzt das rechte Ohr, nimm mal das andere, das ist fürs linke Ohr, genau, weil es geht oben drüber, genau so. Und jetzt hält das bombensicher, hinterm Ohr der obere Bügel, das üben wir noch ein bisschen, Bedienungsanleitung ist aber dabei, aber hiermit kann man, ich sage jetzt mal Mountainbiken, ja, hier kann man es richtig machen. Siehst du das? Der kleine Knopf ist im Ohr, alles andere verschwindet hinterm Ohr und dadurch hast du, ich behaupte jetzt mal, einen wirklich hundertprozentigen Halt, egal wie wild du machst. Super praktisch. Ich habe es gerade Downhill fahren oder auch beim Skifahren, warum nicht? Der Helm passt auch noch drüber. Mhm. Skifahren, immer einen Helm aufziehen. Ja? Aber auch beim Joggen, beim Laufen im Wald. Weil wenn du diese kleinen Ohrstöpsel mal verlierst, die findest du nie wieder. Ja? Das hier verlierst du nicht, es hält bombensicher. Auch natürlich hier die Möglichkeit, ist absolut wasserfest, das ist auch ganz wichtig. Bluetooth 5.0, 15 Stunden Akkulaufzeiten. Auch hier eine One-Touch-Bedienung, also auch das Telefonieren ist hier genauso möglich. Wir haben eine linke Seite, eine rechte Seite, also das Ganze auch Stereo. Auf beiden kann man es bedienen. Es ist für mich perfekt. So kommt es zu Ihnen. Da sehen Sie auch als Geschenk, meine Herren, leicht zu verpacken von der Form her. Das liebe ich auch, ja, wenn ich was verschenke und ich muss hier kein Kunstwerk aufbauen. Diese Form ist am einfachsten zu verpacken. Also auch wenn Sie noch ein Geschenk suchen, die sind für Sportler, also wirklich wirklich sehr, sehr gefragt. Und da sehen wir, wie viel an der Platzierung, wie viel von Ihnen Musik hören und Sport treiben und dann eben auch auf diese Sicherheit Wert legen. Übrigens auch verschiedene Ohrpassstücke dabei, dass es wirklich auch in jedes Ohr passt. Mhm. Also einfach nochmal ein Schrittchen mehr mit Sicherheit, mit Haltbarkeit. Haltbarkeit heißt, also hält am Ohr, so meine ich das. Und da kannst du wirklich Extremstbewegungen machen. Ich glaube, du könntest auch Trampolin springen und Salti schlagen. Ja. Diese Ohrhörer, die bleiben am Ohr. Das ist verdammt wichtig, gerade wenn man draußen ist. Auch ist reicher Fahrradfahren als Übung, da bewegt man sich ja auch. Und wenn dann mal so ein Ding rausfällt, so ein Kopfhörer, dann ärgert man sich schwarz. Die bleiben am Ohr dran, haben auch einen fantastischen Klang. Und Ralf, ich will noch mal auf diese One-Touch-Bedienung. Ja. Da sind ja keine Knöpfe und keine Regler dran. Das kann man einfach mit dem Finger durch rauftippen machen. Genau, alles, richtig. Ne? Laut, leise, nächstes Lied, du hörst Telefon es, oder an. Du hörst es ja, dass dein Telefon klingelt, einfach und dran gehen oder es sein lassen, dann gehst du halt nicht dran. Ja, je nachdem, was man will. Aber hier eben diese Stabilität im Ohr, im und am Ohr, die ist dir herausragend zu erwähnen. 35,14 Euro nur für unser True Wireless In-Ear-Headset mit Ohrbügel. Und das hat die Bestellnummer ZX1705569 für Sie. Der Preis gilt übrigens für 2 Stunden hier. Alles in unseren Top 10 sind TV-Sonderpreise. Die sind ab Lager lieferbar hier. Das war unser Platz Nummer 9. Wir bleiben beim Klang natürlich. Wir sind in einer Top 10 Audio. Wir gehen jetzt mal an die Lautsprecherfraktion. Hier kommt der Platz Nummer 8 für Sie. Ja, das ist unsere tolle, tolle Bluetooth-Soundbox. Die füllen wir Ihnen gleich vor. Aber ich bitte Sie mal, auf den Preis zu achten. Das ist eben unglaublich, dass wir den zu dem Preis heute haben. Das ist 20 Euro weniger als auf Pearl.de. Also es ist unser Bestseller und wir haben ein Sonderkontingent jetzt bekommen noch für diese Bluetooth-Retro-Box. Das können wir wirklich sagen, weil als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich erinnert an die Gitarrenverstärker der 70er und 80er Jahre. Hier vorne die Lautsprecher abgedeckt mit Stoffabdeckungen. Wenn wir hier oben schauen, Holzbauweise, ganz wichtig. Hier haben wir Kunstleder-Applikationen und dann natürlich auch hier oben das Bedienteil, wirklich mit den Knöpfen aus den 70er, 80er Jahren. Ich schalte ihn mal ein und dann sehen wir auch gleich, ich brauche keinen
Strom, das Ganze ist akkubetrieben. Jetzt zeigt er mir an, ich warte auf Verbindung. So, und jetzt nehme ich einfach mal mein Smartphone und ich habe es vorhin schon verbunden gehabt, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, hammert das auch schon wieder. Guck mal, das verbindet sich automatisch und jetzt mit einem unglaublichen Klangvolumen. Ja, und das ist ein Bluetooth-Lautsprecher, wie ich ihn liebe. Hier, die drei Regler sind auch nicht Attrappe, sondern Höhen und Tiefen, also Basse, Bässe und die Lautstärke, die wir hier einstellen können. Und jetzt kann ich hier auch nicht nur Bluetooth, das sehen wir jetzt an dem blauen Lichtchen, sondern hier auch externe Geräte noch anschließen über den Klinkenstecker. Also wenn du einen alten MP3-Player hast, der nicht Bluetooth-tauglich ist, oder ich sag mal im Extremfall sogar, könntest du deine Gitarre mit dem richtigen Stecker anschließen und könntest über diesen Lautsprecher jetzt auch hier Gitarre spielen. 5 Stunden Akkulaufzeit, Anschlusskabel ist mit dabei und wir können diesen Lautsprecher, wenn wir es zu Hause machen, auch mit Direktstrom betreiben. Mhm. Da brauchst du über die Akkulaufzeit überhaupt keine Gedanken machen, aber ansonsten mit raus am Baggersee und, oder im Garten, wenn es jetzt wieder schön wird und dann eben die Musik hören und Musik streamen. Ist ja nicht mehr nur noch was für die ganz Jungen, sondern wir Alten haben mittlerweile auch gelernt, wie es geht. Das heißt, ein Bluetooth-Lautsprecher gehört eigentlich in jeden Haushalt. Und hier haben Sie den Charme, den Look der 70er Jahre mit der Technik, der aktuellen Technik und jetzt auch noch zu einem Preis, den wir aber nur für ganz kurze Zeit halten können, solange das Sonderkontingent da ist. Ja. Hier, unverbindliche Preisempfehlung 100 Euro. Jetzt schauen wir mal auf den schon günstigen Pearl.de-Preis. Da werden Sie sehen, da spart man schon viel, aber unser Preis heute ist unschlagbar. Ja, wir haben jetzt ein Sonderkontingent bekommen von diesen Boxen, das, die wir jetzt eben zum Superpreis Ihnen anbieten können. Das ist im Sale, kann man fast schon sagen. Das ist ein richtiger Lautsprecher. Das ist keine Bluetooth-Soundbar, die aussieht wie eine Zigarettenschachtel und auch so klingt, sondern ein richtig großer Lautsprecher, der solide gebaut ist. Das ist richtig Holz, das ist richtig Metall, was da verbaut ist. Sie haben richtig große Lautsprecher drin, die eben auch das ganze Klangvolumen wiedergeben. Sie hören die Bässe richtig. Sie haben Raumklang mit Höhen und Bässen und Mitten. Es ist an alles gedacht. Es klingt wirklich ganz, ganz anders als andere Bluetooth-Boxen in der Preisklasse. Sie wissen, normalerweise kriegen Sie eine Box, die ist vielleicht so groß wie meine Karte für den Preis. Da steht dann auch 10 oder 20 Watt drauf, aber die haben niemals diesen Klang. Das ist richtig guter Klang, den diese Box hat. Und jetzt eben zum Sonderkontingenzpreis hier mit 39,99 Euro. Da sollten Sie sofort zuschlagen. Und was mich begeistert hat, es ist nicht nur nachgeahmt, es ist eigentlich komplett nachgebaut. Also wenn ich hier vorne mal drüber fahre, mach das ruhig mal. Das ist eine echte Stoffbespannung, wie wir sie früher hatten. Wenn wir hier drüber fahren, das ist wirkliches Kunstleder, diese Applikation ringsherum. Das ist Holz. Und dann haben wir hier das Edelstahl, hier genau nachempfunden. Am besten finde ich doch den alten Kickschalter. Die sind leider schon seit Jahrzehnten nicht mehr in. Aber die sind ja meiner Meinung nach unkaputtbar. Solche Plastikschälterchen, die man heute überall dran hat, die sind ruckzuck mal kaputt. Ich glaube, an diesem Bluetooth-Lautsprecher wird man auch sehr, sehr lange Freude haben. Der ist richtig solide gemacht. Ist, wie gesagt, ist eine richtig tolle Box, die tollen Klang macht, der auch laut genug ist hier mit 40 Watt. Hier unser mobiler Retro-Lautsprecher hat die Bestellnummer ZX1647569. Jetzt haben wir dieses Sonderkontingent, wo Sie kurzfristig mal diesen Preis bekommen können. Die nächsten 2 Stunden, bis das Kontingent weg ist. Dann geht es wieder zurück zum normalen Preis. Aber Sie sparen richtig viel Geld hier mit unserem Platz Nummer 8, unser super schicker und toll klingender mobiler Retro-Lautsprecher für 39,99 Euro. Das ist ein toller, toller Preis. Wenn Sie auf der Suche nach einem Bluetooth-Lautsprecher sind oder mit Ihrem nicht zufrieden sind, dann ist das genau das Richtige für Sie. Wir haben jetzt von relativ modernen Medien gesprochen. Jetzt reden wir mal über alte Medien. Und da kommt nämlich unser nächster Platz ins Spiel. Das ist Platz Nummer 7. Hierbei geht es um Kassetten, Audiokassetten. Kennen Sie vielleicht, haben Sie vielleicht noch im Keller. Dankeschön. Jetzt können Sie die wieder hören. Ja, es geht wirklich um viel, viel mehr noch als hören. Aber darf ich dich mal bitten, Strom einzustecken? Natürlich ist das so ein Kassettenrekorder oder so ein Abspielgerät, wie wir es früher aus den 70er Jahren kannten. Ja, hier auch batteriebetrieben, man kann das mitnehmen. Dann sehen wir hier auch noch so einen Haltegriff. Und jetzt habe ich ein Abspielgerät, was ich überall einsetzen kann. Wenn Sie zu Hause sind, machen wir direkt Strom drauf. Und jetzt machen wir auch das, was es augenscheinlich kann. Wir spielen mal Musikkassetten ab. Habe ich es jetzt falsch rum drin? Ja, natürlich. Also drehen wir einmal um. Die ist gerade zu Ende. Ha,
Hast du da, musstest du, dass man Kassetten früher umdrehen ja. musste? Okay, gut. Ich hatte auch noch welche, dass wir das mal geklärt haben. Und jetzt ja. gehen wir hier auf Tape. Ja? Hier auf der Seite, das hat noch gefehlt, auf Tape. Hier, da ist so ein kleiner Knopf, den machen wir rüber und jetzt läuft das. Ja? Ist und irre, zwar ne? wie früher auch. Aber was hier jetzt anders ist als früher, ist diese Leiste. Die sehen wir hier und da, ich glaube, Sie haben es gleich erkannt, ist ein USB-Steckplatz. Ja. Und mit diesem Steckplatz kannst du jetzt natürlich auch moderne Medien abspielen. Ich habe hier einen USB-Stick, den muss ich erstmal den Deckel runter machen. Moment. So, den stecken wir jetzt hier rein. Und jetzt können wir natürlich auch die abspielen. Das hörst du gleich, Lautstärkeregelung. Aber, und du hörst schon, was ich digitalisiert habe. Was sonst, Ralf? Weil du kannst hier auch die Audiokassetten, die hier jetzt laufen, durch einen kleinen Knopfdruck ganz einfach digitalisieren, mhm. also umwandeln. Jetzt hat nicht jeder noch Musikkassetten, die sind auch diese Mixtapes, die wir gemacht haben, vielleicht auch schon verschwunden. Mhm. Aber was wirklich noch jeder Haushalt hat mit Sicherheit, ja, das sind Hörspielkassetten. Hast du in deiner Jugend auch Hörspielkassetten? Oder? Ja, ja was? Die drei Fragezeichen, mhm. Benjamin Blümchen und so weiter. Tada. Hast du die noch? Ja, die habe ich noch. Mhm. Und glaub mir, die wirst du auch, wenn du mal Kinder hast, deinen Kindern noch vorspielen. Nur ja, mit stimmt. Kassette, das ist schon lang out. Und wenn du jetzt ein Kassettenabspielgerät möchtest, dann bekommst du eigentlich nur noch diese Kinderkassettenrekorder, die bescheiden klingen. Mhm. Und die Qualität der wird ja mit Generation der Kassetten wird auch nicht besser. Deshalb auch der Tipp, wenn Sie noch Hörspielkassetten, Musikkassetten haben, hören Sie sie wieder an, das kann man hier, aber auch gleichzeitig, wie ich das schon gemacht habe, hier digitalisieren. Das ist so einfach wie noch nie. Es ist also ein topmodernes Gerät im Retro-Look, das können wir auch sagen, weil wenn wir das hier jetzt mal wegdenken, hier oben, sieht der genauso aus wie mein Kassettenspieler, den ich in den 70er Jahren hatte. Ja? Ja. Du kannst dich auch noch erinnern. Nein, die Haptik allein, wenn man das Ding in der Hand hat und auf diese Tasten drückt, das ist richtig Mechanik noch, das fühlt sich genauso an wie unser alter Kassettenrekorder. Er hat auch noch diesen Tragegriff, den man da rausziehen kann vorne. Es ist unglaublich, das Gefühl allein, wenn man den mal wieder in der Hand hat. Und wir sehen, hier Stromanschlusskabel brauchen wir nicht unbedingt, dann halt Batterien. Kopfhöreranschluss haben wir auch, aber brauchen wir eigentlich auch nicht, weil hier ist natürlich ein Lautsprecher. Hier ist der Umschaltknopf, USB auf Tape. Ich habe jetzt USB, wenn Sie digitalisieren möchten, auf Tape abspielen, Rekord drücken. Und da haben wir dann natürlich noch die Lautstärkeregelung für, da hören wir auch, da kommt richtig Bums raus. Ja. Also siehst, wie einfach das alles möglich ist hier. Also ich bin Fan von diesem Gerät und ich habe auch viele Zuschriften von unseren Zuschauern bekommen und da freue ich mich besonders drauf. Ein Peter hat mir geschrieben, der hat eine komplette Elvis Presley Musikkassettensammlung und die hat er alle ohne die Bedienungsanleitung gelesen. Der hat mal unsere Sendung angeschaut, hat er sie digitalisiert. So einfach ist das mit diesen Geräten. Ja. Kinderleicht, damit können Sie Ihre alten Schätze wieder hören und sogar digitalisieren. Kassetten werden nicht besser, wenn man die rumliegen lässt. Die sind nämlich Magnetband und das löst sich mit der Zeit auf. Unser mobiler Kassettenspieler und USB-Digitalisierer hat die Bestellnummer ZX1817569. Hier sehen wir nochmal, ist wirklich kinderleicht zu bedienen, ist auch sehr robust. Also da ist ein richtiger Kassettenrekorder, den man da in der Hand hält. ZX1817569. Ich habe auch noch Kassetten bei mir zu Hause gehabt. Ich fand das toll, die wieder zu digitalisieren. Es waren nicht nur Hörspiele dabei, auch alte Musik. Es ging gerade noch, das anzuhören. Jetzt habe ich es digital von alten Aufnahmen. Man hat ja früher vorm Radio gesessen und die aufgenommen ja. von dem Mikrofon. Mikrofon ist auch drin in dem. Ja, ich kann auch Sprachaufnahmen machen, wenn ich noch Leerkassetten habe. Fantastisch. Ja. Unser mobiler Kassettenspieler und USB-Digitalisierer hat die Platz Nummer 7 gehabt. Wir gehen jetzt eine Nummer größer, womit wir noch mehr abspielen können. Hier kommt Platz Nummer 6. Ja, es ist nicht die F.R. David-Platte, die wir hier haben, sondern ein Plattenspieler, mit dem wir das abspielen können und so viel mehr. Ja, aber die habe ich jetzt extra heute rausgesucht zum Reinbringen, weil das ist ein Klassiker aus den 90ern. Wir haben alle zu diesem Lied getanzt, jeder kannte den Text auswendig. Und wenn Sie in unserem Alter sind, können Sie den heute noch auswendig. Und jetzt kommen wir nicht zur Platte, sondern für mich zur besten Stereoanlage. Platz Nummer 6 sind wir, ja? Platz Nummer 6. War jetzt
wochenlang ausverkauft, sonst wäre sie auf Platz Nummer 1. Und ich bin mir sicher, bei unserer nächsten Top 10 Audio ist sie wieder auf Platz Nummer 1. Jetzt möchte ich Ihnen aber die Anlage auch noch zeigen. Wir gehen mal rüber. Ja, ich habe sie nämlich vorher schon hier aufgebaut. Das könnte jetzt auch bei mir im Wohnzimmer sein, weil ich habe genau diese Anlage bei mir im Wohnzimmer. Und da schauen wir sie uns schon mal an. Wir sehen hier, Lautsprecher sind dabei und die komplette Anlage. Die sieht schon mal toll aus. Ich habe die eigentlich hauptsächlich gekauft, nur wegen des Plattenspielers. Aber das ist hier einfach noch eine tolle Beigabe. Aber die hören wir uns natürlich nachher an. Aber diese Anlage geht über Generationen. Was wir hier jetzt nicht auf den ersten Blick sehen, aber möchte ich Ihnen sagen, auch Musikkassetten. Hier auf der Seite kannst du abspielen und digitalisieren. Schallplatten, da sehen wir, die hören wir uns auch gleich an. Dann haben wir hier MP3-Player mit SD-Karte oder USB-Stick. Wir haben einen CD-Player, einen externen Eingang, Kopfhörereingang. Und jetzt haben wir hier noch in der Elektronik DAB+. Also wir haben hier nicht nur ein UKW-Radio mit eingebaut, sondern auch Digitalradio. Und dann ist es auch noch die Komplettanlage mit 80 Watt Musikspitzenleistung, ist auch noch Bluetooth-fähig. So, ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt, aber das Wichtigste für mich ist natürlich der Plattenspieler. Monika, hast du jemals eine Platte aufgelegt? Du hast mir das einmal gezeigt, aber es ist ein bisschen länger. Gut, jetzt müssen wir aufpassen. Das hier ist keine LP, das ist eine Maxi-Single, also müssen wir die Drehzahl, Ingo, der kennt sich aus, 45 gemacht. Ja. Weißt du, wie man den Tonarm hoch macht? Nein. Also guck mal, da ist so ein Arm. Das ist so ein Arm. Mal, den legen wir nach oben. Ja. Das kannst du rück von hinten machen, genau. Und jetzt musst du ganz einfach nochmal, ich habe es eingeschaltet, Phono-Mode ist drin, den Arm und jetzt siehst du Autostart und halt, stopp. Ja. Guck mal, siehst du die breite Rille? Ja. Da musst du jetzt zielen. Okay, und jetzt den Arm runter. Das geht dann ganz gemütlich alleine. Perfekt. Wow. Das schwer war es nur, wenn man bei einer Langspielplatte die Rillen mittendrin suchen musste. Und jetzt machen wir natürlich mal ein bisschen lauter. Und das ist so, da war immer die Tanzfläche voll. Sie erinnern sich, 90er Jahre. Aber dieser Klang ist so fantastisch. Fernbedienung haben wir natürlich auch dabei. Und die Möglichkeit für Sie, nicht nur Ihre alten Schallplatten wieder zu hören, sondern auch zu digitalisieren. Und ich war jetzt so begeistert, dass ich schon mal ein bisschen höher gemacht habe. Bei 80 Watt Musikspitzenleistung kann man auch mal eine richtige Party beschallen. Ich höre gerne, und ich weiß, du machst das auch, meine alten Schallplatten mal wieder durch. Weil wenn ich nur so Schallplatten... Also wenn man Radio anmacht, höre ich auch gerne. Aber wenn dann mal Oldies kommen, dann kommen die Single-Auskopplungen. Und auf LPs sind ja wesentlich mehr Lieder, die man sonst gar nicht mehr hört. Und deshalb liebe ich das. Die man aber mitsingen kann, ne? Die meisten. Ja, nicht mehr alle, aber also von Elvis kann ich alle Lieder mitsingen. Ja. Auch hier, ich würde von vorne bis hinten, würde ich diesen Text noch zusammenbringen, ohne Probleme. Ja. Geht es dir auch so, dass du deine Lieblingslieder alle auswendig kennst? Ja. Das stimmt. Und glaub mir, die kennst du auch in 30 Jahren noch auswendig. Ich glaube auch. Wer weiß, was dann für Abspielmedien sind. In unserer Jugend war es die Schallplatte. Ingo, weißt du noch deine erste Schallplatte, die du gekauft hast? Ja, das war Let Your Love Flow von den Bellamy Brothers. Eine LP oder eine Single? Eine LP, ich habe mir die LP gekauft. Boah, hast du so viel Taschengeld bekommen? Ich konnte mir nur selber von meinem Taschengeld eine Single kaufen. Das war Video Killed the Radio Star. Oh. Ja, damals. Aber die LP ist von Elvis, die habe ich mir schenken lassen zum Geburtstag und zu Weihnachten. Die habe ich auch gesammelt. Aber also ich bin Fan dieser Anlage, jetzt endlich wieder lieferbar. Und wenn Sie noch Schallplatten haben, Musikkassetten oder ganz einfach die ganze Bandbreite der Abspielmedien der letzten 50, 60 Jahre haben wollen, dann sind Sie bei dieser Anlage genau am richtigen Ort. Bestellen Sie sie. Jetzt ist sie lieferbar. Und ich habe es vorhin gesagt, die ist jetzt auf Platz 6. Ja. Die war jetzt 2-3 Monate nicht lieferbar. Wäre die lieferbar gewesen, wäre sie heute auf Platz 1. Bin ich mir auch meine sicher. Feste Überzeugung, weil alle, mit denen ich gesprochen habe oder die mir geschrieben haben, denen ich empfehle die ja immer, weil ich sie privat habe, ja, die haben gesagt, tolle Empfehlung, toller Klang, tolle Anlage. Und das kann ich nur 1:1 bestätigen. Die Anlage kann alles abspielen. Ja. LPs, CDs, Kassette, Radio, DAB+. Sämtliche MP3s, die ist jetzt wieder lieferbar. Eine tolle, tolle Anlage und Sie können Ihre alten Medien digitalisieren damit. Das ist das Tolle hier mit einem super Plattenspieler. Der Plattenspieler hat eine sehr gute Qualität mit Metallarm, mit Gegengewicht, mit Pitch Control. Da haben Sie, wenn Sie sonst einen billigen Plattenspieler kaufen, hätten Sie eine Plattenfräse. Das tut den Schallplatten nicht gut. Das hier ist ein Plattenspieler mit tollem
tollen Klang. Die Anlage hat, und das ist leider nur Platz Nummer 6, weil es so lange nicht lieferbar war, die Bestellnummer ZX1811569, auch die zum TV-Sonderpreis hier, 246,99 €. ZX1811569, eine tolle, tolle Anlage, die alles abspielen kann und dabei noch super schick aussieht. Sie können digitalisieren ihre alten Kassetten, ihre alten Platten, die dann mobil machen, mit ins Auto nehmen. Eine Schallplatte kann man sonst nicht mit ins Auto nehmen, glauben Konnte Sie man auch noch nie. Also man kann sie mit reinnehmen, aber nicht abspielen. Ja. Das war unser Platz Nummer 6. Wir sind schon halb durch. Wir kommen jetzt wieder zum Musikgenuss, wie wir ihn am besten hören können. Und da kommt unser Platz Nummer 5. Dieses Produkt ist unser Stereo-Funk-Kopfhörer, unser digitaler Stereo-Funk-Kopfhörer. Ja, das ist einer der besten Kopfhörer, die ich jemals erlebt habe. Ich hätte bis vor kurzem noch gesagt, es ist der beste, warum ich sage, einer der besten, wenn sie gleich natürlich rausging. Natürlich Musik hören. An die Anlage können wir Kopfhörer anschließen, an alle Produkte, die wir bis jetzt gezeigt haben. Aber ich möchte auch über das Fernsehen sprechen, weil viele Familienväter oder auch Familienmütter kennen das. Die Kinder sind im Bett, der Papa will eben noch einen heißen Krimi oder so einen Actionfilm anschauen, dann macht man mal ein bisschen lauter oder noch ein Fußballspiel, das am Abend kommt. Und dann kommt Mutti rein und sagt, Mensch, mach leise, die Kinder schlafen, sonst wachen sie wieder auf. Und dann hast du schon so ein bisschen, so kennen sie das, dann schließen sie diesen Kopfhörer an. Und das hier das Herausragende ist, er ist sehr bequem zu tragen, das wird Monika jetzt bestätigen. Sehr bequem. Das ist sehr bequem und das ist kein Bluetooth-Lautsprecher, es ist ein Funk-Lautsprecher und das begrüße ich. Ich kann dir auch sagen, warum. Bei einem Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer, Entschuldigung, brauchst du ja ein Gegenstück, das Bluetooth-fähig ist. Diesen Kopfhörer kannst du an alles anschließen, weil du hast Digitalanschluss. Ich zeige Ihnen das auch mal auf der Rückseite. Schauen Sie mal, wir haben digitalen Anschluss, also Toslink nennt sich das, Stereo-Cinch-Anschluss und auch Klinke. Das heißt, egal welches Abspielmedium, also alle mir Bekannten, kann ich hier anschließen. Ja, und da bin ich nicht begrenzt. Und jetzt habe ich eine Funkreichweite, übrigens diese Halterung ist auch gleichzeitig Ladestation, eine Funkreichweite von 30 Metern. Das heißt, du kannst sogar, ich übertreibe jetzt mal, du kannst also drin im Wohnzimmer die Anlage oder den Fernseher anmachen, kannst draußen im Garten Rasen mähen, ja, und zwar den kompletten Rasen. Und das ist eben schön. Unglaublich lange Akkulaufzeit, 8 Stunden. Da kannst du ein paar Filme und ein bisschen Musik hintereinander anschauen. Und jetzt natürlich auch die Möglichkeit, es an moderne Geräte digital anzuschließen über diesen Toslink-Anschluss. Das ist ein optisches Glasfaserkabel, welches dann natürlich hier digital das Soundvolumen überträgt. Also für mich eigentlich das Nonplusultra. Sieht toll aus. Viele Kopfhörer heutzutage, die liegen dann so irgendwo im Weg, wenn du sie nicht brauchst. Ja? Die liegen so am Tisch und dann muss der wieder rumliegen. Ja? Das ist hier aufgeräumt. Und dann sind auch die Frauen wieder, das ist immer wieder Klischee, denke ich, weiß, aber die Frauen sind halt ordentlicher als wir Männer. Aber die Frauen sind dann auch wieder zufrieden, weil das ist ein tolles Erscheinungsbild. Und egal, ob du jetzt Schallplatte hören willst, ob du Radio hören willst, ob du Fernsehen schauen willst, ob du vielleicht sogar die Spielekonsole anhast und möchtest da einen richtigen Sound haben, nimm den Kopfhörer, dann werden die anderen nicht gestört. Und wie heißt dann schön? Welt aus, Musik an. Licht aus, Welt aus, Musik an. Das kann ich nur unterstützen. Ich finde diese Kopfhörer toll, weil das sind noch richtige Lautsprecher, die eben über die Ohren rübergehen. Der ist natürlich verstellbar für jede Kopfform. Das heißt, Sie können da eben tatsächlich auch, wenn Sie einen großen Kopf haben oder einen kleinen Kopf, egal, Sie können auch von außen die Lautstärke regeln an denen. Die sind super bequem gepolstert, richtig weich gepolstert, sind sehr, sehr angenehm zu tragen. Und da kann man dann eben mal Fernsehen oder Musik hören in der Lautstärke, die man selber hören möchte, ohne jemanden zu stören. Und du wirst auch nicht gestört. Das nennt man, also diese Verkapselung geht ja um die Ohren. Und das nennt man Passive Noise Cancelling, also praktisch passive Geräuschunterdrückung. Das heißt, die Nebengeräusche werden eigentlich auch abgeschaltet und du kannst das, was du hören willst, ob das ein Podcast ist, ob das Musik ist oder ob das ein Fernsehfilm ist oder sonst was, kannst du ungestört, ohne störende Nebengeräusche hören. Ja. Und das ist eben Perfektion, wie ich sie liebe. Ich sage ja, bis vor kurzem hätte ich gesagt, der beste Kopfhörer, den ich jemals gesehen und gehört habe.
Ja, auch, weißt du, wenn man abends schlafen, wenn der Partner abends schlafen will und man selber will noch irgendeinen Film auf dem Streamingdienst gucken, dann stört man den nicht. Man stört einfach niemanden, wenn man so einen Kopfhörer hat. Und dazu hat man eben noch den kompletten Musikgenuss durch diese toll klingenden Kopfhörer. Unser digitaler Stereo-Funk-Kopfhörer mit Akku hat die Bestellnummer ZX1840569. ZX1840569, ein Schmuckstück für jede Wohnung. Dieser Ständer, der auch Ladestation ist, ist in dieser edlen Klavierlackoptik. Das glänzt richtig und sieht richtig schick aus. Der Kopfhörer, wie gesagt, ist super bequem, hat einen tollen Klang, kann ich bedenkenlos empfehlen. Und für den Preis 47,49 Euro ist der TV-Sonderpreis aus unserer Top 10 Show. Preise gelten 2 Stunden, also schnell sein mit dem Bestellen. Wir sind fast auf dem Treppchen, aber vorher kommt noch Platz Nummer 4 und das ist auch wieder was zum Hören, sage ich mal, auf die Ohren. Hier kommt Platz Nummer 4. Auch das ist ein digitaler Stereo. Funkkopfhörer mit Akku und der hat jetzt noch DSP. Ja, der hat noch viel, viel mehr. Und ich habe gerade gesagt, bis vor kurzem war der Kopfhörer, den wir gerade vorgestellt haben, der beste, den ich je gehört habe. Dann kam er. Er ist nagelneu und hat ihn schon überholt, weil hier gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Natürlich auch hier ein Funkkopfhörer. Nochmal die Vorteile. Ich bin nicht abhängig von Bluetooth-fähigen Geräten, sondern ich kann das wirklich überall anschließen. Ebenfalls wieder digital als auch analog, also über Klinke, über Cinch, als auch dann natürlich über Toslink, also Glasfaserkabel. Sehr angenehm zu tragen, aber jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Wir hatten gerade über die unglaubliche Reichweite von 30 Metern gesprochen. Ja. Das ist bei Bluetooth übrigens gar nicht möglich. Hier haben wir 60 Meter Funkreichweite. Also selbst wenn du ein dreistöckiges Haus hast, so ein Einfamilienhaus, dritter Stock, da kann die Anlage im Keller stehen, du gehst unter das Dach und hörst immer noch deine Musik. Nur um das mal einzugrenzen. Dann haben wir hier eine Akkulaufzeit von 20 Stunden. Da kannst du einen Serienmarathon rund um die Uhr machen und musst es immer noch nicht einhängen. Natürlich ist dieser Ständer hier auch gleichzeitig Ladestation. Das heißt, jedes Mal, wenn es aufgeräumt wird, lädt der Kopfhörer sich dann wieder, dass er nachher wieder volle Kapazität hat. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, DSP. DSP heißt digitaler Soundprozessor. Jetzt kann mit dem Begriff nicht jeder was anfangen. Ich möchte das mal vorsichtig umschreiben. Es ist ein integrierter Equalizer. Das heißt, Sie können im Prinzip Ihr Klangbild, das Sie wünschen, einstellen am Kopfhörer. Ja, neben allen anderen Bedienungen, die sind ja ganz einfach am rechten Ohr. Hier bloß, also muten, einschalten, Lautstärke. Aber eben dieser digitale Soundprozessor, der ist das Herausragende. Und das ist jetzt wirklich derzeit für mich der beste Kopfhörer, den ich jemals gehört habe, auch der beste, den wir im Programm haben dementsprechend. Also meine absolute Empfehlung liegt bei diesem Kopfhörer. 60 Meter Reichweite, das kriegen Sie mit nichts anderem hin, mit keinem Bluetooth, mit gar nichts. Der digitale Stereo-Funkkopfhörer mit Akku und DSP hat die Bestellnummer ZX1848569. Hier sehen wir nochmal alles, was er so kann an den Symbolen, auch die lange Akkulaufzeit. Weißt du, gerade so, wenn man auch älter ist und nicht mehr so gut hört, dann muss man den Fernseher laut machen, das stört die Nachbarn. Dafür ist das ideal oder um mal ungestört Musik zu hören. ZX1848569. Wir kommen zum Treppchen. Jetzt geht es um Empfang, und zwar digitalen Empfang mit der großen Radiostationsvielfalt. Hier kommt Platz Nummer 3. Ein Digitalradio, ein modernes, mobiles Digitalradio mit DAB+. Also, du hast jetzt ganz, ganz viele Wörter gesagt. Modern, mobil, das ist schon mal ganz wichtig. Bezahlbar will ich noch dazu machen. Ja. Weil, ich glaube, Digitalradio ist in jedermanns Kopf schon mal, man hat das gehört, DAB+, also die neueste Generation. Kennst du den Werbeslogan für DAB+? Sie machen ja auch Werbung. Das heißt ganz einfach, aber das drückt eigentlich alles aus, mehr Radio. DAB Plus, mehr Radio. Und das stimmt in jeder Beziehung. Soundtechnisch, digitale Übertragung, nicht analog. Sie kennen vielleicht den Unterschied noch vom Analogfernsehen zum digitalen.
vergleichen Sie es. Ähnlich ist es. Mehr Sendevielfalt, weil im digitalen Netz sind wesentlich mehr Sender eingespeist. Und wir haben hier ein vollgrafisches Display. Das zeige ich Ihnen auch gleich. So, Stabantenne ausfahren. Und jetzt sehen Sie hier drüben ganz einfach einen Ausschalter. Einschalten und jetzt geht auch schon das vollgrafische Farbdisplay an. Und jetzt haben wir hier verschiedene Optionen. Ich habe gerade von DAB Plus gesprochen. Und da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Moment, hier sehen wir es. DAB Plus. Und jetzt lasse ich mal einen Scan laufen. Jetzt nicht enttäuscht sein. Hier bei uns im Studio sind wir hermetisch gegen Radiowellen abgeriegelt. Aber Sie sehen hier, der Scan-Vorgang, der wird bei Ihnen auch laufen. Und sofort haben Sie alle 40, 50, 60, je nachdem, wo Sie sind, Radiosender zur Verfügung. Digital mit Zusatzinformationen. Hier steht jetzt gleich kein Sender gefunden, weil wir abgeriegelt sind. Dann gehen wir einfach eins weiter. UKW-Radio ist ebenfalls drin und dann gehen wir noch eins weiter und sehen hier, das ist Bluetooth. Und da hören wir auch, oh, du hast eingemacht, kein Problem. Und so sehen wir, wie einfach das ist. Rauschen, weil wir hier drin keinen Empfang haben. Bei Ihnen zu Hause wird es anders aussehen. Bluetooth-Fähigkeit. Und wenn jetzt unser Techniker einfach mal auf Play drückt, weil bei mir steht verbunden, mach mal, drück mal auf deinem Handy auf Play. Ja? Hier drüben steht er, unser Sebastian. Dann haben wir hier auch den Bluetooth-Lautsprecher. Der müsste verbunden sein. Ich gebe der Lautstärke hoch. Aber es geht hier nicht. Bluetooth-Lautsprecher haben wir genügend. Ja? Es geht natürlich da. Das ist jetzt bei mir. Obwohl, er steht ganz da drüben. Also da sehen Sie auch die Reichweite. Aber es geht hier jetzt nicht um den Bluetooth-Lautsprecher. Es geht ums Digitalradio. Es geht um den Klang auch. Aber hier, wir sehen, der Klang ist auch fantastisch. Ja. Das ist was Schönes für die Werkstatt, für die Küche, für einfach mal draußen, wenn man im Garten ist. Und DAB Plus, du hörst ja auch Digitalradio, ist ganz einfach eine andere Sendervielfalt. Man hört ganz andere Sender. Du kannst dich bewegen. Es ist nicht so, dass man die Antenne genau richtig machen muss. Sie kennen das im Auto, wenn man dann 10 Meter weiterfährt, kommt plötzlich ein Rauschen. Ist hier gar nicht. Das hat immer super Empfang. Moni, hörst du Radio? Ja. Was sehr hörst gerne du denn gerne? Ich höre FFN oder RTL meistens. Okay, jetzt haben wir alle möglichen Sender genannt. Jetzt will ich auch noch einen nennen, weil ich das schön finde. Ich komme ja aus dem Schwarzwald. Ja? Und da gibt es natürlich ein obligatorisches Radio. Möchte ich Ihnen auch mal ans Herz legen, wenn Sie DAB Plus dann haben. Schwarzwaldradio, heimische Klänge. Die Musik spielen sind ähnlich, sage ich jetzt mal. Aber mir sehr angenehm. Aber es sind eben auch heimatliche Zusatzinformationen. Und das geht über UKW auf gar keinen Fall. Soweit ist die Sendereichweite nicht aus dem Schwarzwald. Bis hier nach Niedersachsen, aber über DAB Plus funktioniert das eben. Und das ist wirklich herausragend. Ja? Und deshalb bin ich Fan von DAB Plus Radio und Sie werden es auch werden, dessen bin ich mir sicher. Und hier ist, ich sage jetzt mal, das Einstiegsmodell, weil ein Digitalradio für 34 Euro, haben Sie wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Viele, ich kenne das auch aus meinem privaten Kreis, überlegen, oh, kaufe ich mir ein Digitalradio? Mhm. Dann sagen sie, oh, 100 Euro, 150, 200 Euro für ein Digitalradio. Da muss ich sagen, 34,19 Euro, sehr, sehr sympathisch. Es ist so toll, diese Stationsvielfalt eben zu erfahren. Ich höre sehr gerne Deutschlandfunk Nova. Das ist ein Sender, der sendet gar nicht auf UKW. Da kriegen Sie halt mehr Sendervielfalt und das alles auch noch in bester Qualität. Wir haben das letzten Sommer sehr gut verkauft, bei den Campern natürlich auch, weil man es einfach überall hin mitnehmen kann. Das kann man auch mal mit an Baggersee nehmen, nach draußen auf die Veranda. Man ist immer aktuell hier mit diesen digitalen Radiostationen, kriegt so viele Informationen. Ich liebe es, Radio zu hören, weil man da neue Musik kriegt, man kriegt Nachrichten, man kriegt so viel Informationen hier. Unser mobiles Digitalradio mit DAB Plus hat die Bestellnummer ZX3027569. Das war unser Platz Nummer 3. Wir machen weiter mit Klang zum Hören. Wir sind auf dem Treppchen, auf der Silbermedaille. Hier kommt Platz Nummer 2. Und da bringt Moni schon die Fernbedienung für unseren Platz Nummer 2. Ja. Der steht nämlich hier. Dankeschön. Und es geht natürlich nicht um die Fernbedienung, die ist aber mit dabei. Es geht hier um diese Soundbar. Soundbar müssen wir jetzt erstmal erklären. Ganz einfach, Soundbars gibt es, seit es Flachbildschirme gibt. Wenn Sie jetzt Ihren Flachbildschirm, den Sie sicher oder relativ sicher haben, anschauen, oben, unten, links, rechts keine Lautsprecher mehr. Die sind innen eingebaut, nach unten, nach hinten oder zur Seite. Das und wesentlich kleiner als früher. Wenn wir uns mal so in Gedanken an unsere Röhrenfernseher von vor ein paar Jahren erinnern, links und rechts Hi-Fi-Türme, ja,
da hat der Ton noch gestimmt und kam bei Ihnen an. Ja, Sie können sich das sicher vorstellen, aber heutzutage ist das nicht mehr. Und deshalb gibt es Soundbars, um dieses Klangdefizit auszugleichen. Wenn du einen Fernseher heutzutage kaufst, ein gewiefter Verkäufer sagt doch, nehmen Sie gleich eine Soundbar mit. Ja. Und dann bist du aber gleich mal 200 Euro los. Ja. Die hier ist unglaublich leistungsstark. 120 Watt Musikspitzenleistung, ganz einfach anzuschließen, entweder über Klinke oder Toslink, je nachdem, wie alt der Fernseher ist. Ja, und dann haben wir den Fernsehton wieder perfekt. Fernbedienung zum Einschalten, zum Umschalten. Und ich möchte hier, vielleicht hören wir auch noch mal kurz rein, damit Sie das Klangvolumen hören, einfach eine kleine Anekdote erzählen. Weil ich habe diese Soundbar bei mir zu Hause. Und mein bester Freund kam zum ersten Mal hier nach Dassel zu Besuch und hat die Soundbar unter dem Fernseher gesehen. Und seine erste Frage war, oh, du hast ja so ein Ding, er wusste nicht, wie es heißt. Nutzt das was? Dann sage ich, pass auf, beziehungsweise ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, ich könnte es dir jetzt erklären, aber ich mache den Fernseher an. Und habe den Fernseher ohne Soundbar angemacht und ohne die Lautstärke dann zu verstellen, habe ich die Soundbar zugeschaltet. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das können wir wirklich hier sagen. Es ist wieder die Tonqualität, die wir eigentlich von einem gestochen scharfen Fernseher erwarten. Und dementsprechend kommt das wieder rein. Jetzt denkt man im ersten Moment an Spielfilme. Monika, hast du einen Lieblingsfilm? Kino, ja, Titanic gucke ich sehr gerne. Oh, der Leo als Wasserleichen. Natürlich, aber da spielt Musik auch eine große Rolle. Oh, nicht ja, nur, nicht nur die Titelmelodie, My Heart Will Go On, sondern selbstverständlich auch die Soundeffekte. Gerade wenn es dann, wenn die ganze Kapelle mit untergeht und was weiß ich alles. Oder wenn sie später auf dem Meer treibt und ähnliches. Aber es geht hier natürlich um die Klangqualität und um die, um die Transport von Emotionen. Hier sehen, oder haben wir gerade noch gesehen, USB-Anschluss. Man kann also auch MP3s über USB anschließen und Bluetooth-fähig ist es auch noch. Und wir schalten sie jetzt mal ein und machen einfach mal ein bisschen Musik. Jetzt muss ich schauen, ist es schon eingeschaltet? Nein, machen wir mit der Fernbedienung. So, oder, und jetzt gehen wir einfach mal mit dem USB-Stick rein, weil wir keinen Fernseher hier haben. Und jetzt werden wir gleich hören, der liest jetzt kurz mal ein. Jetzt müssten wir gleich ein richtig tolles Soundvergnügen hören, da siehst du es. Ganz einfach. Und wir haben jetzt extra ein externes Mikro vorne. Und ich hoffe, das wird richtig transportiert zu Ihnen nach Hause. Und jetzt kommt der Klang wieder dort an, wo man ihn hören will, da wo man sitzt. Das ist Footloose. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Film erinnern können. Ich fand den toll damals im Kino. Ich habe den vor ein paar Monaten, lief der im Fernsehen, und ich dachte, Fehlt was, ne? Das ist halt, weil dieser Rhythmus, der kommt halt wirklich nur rüber, wenn der Klang auch so rüberkommt, wie er gemeint ist. Und das ist mit so einer Soundbar eben was ganz, ganz anderes. Bei Filmen, bei Sportveranstaltungen, bei allem, was Sie mit normalem Fernsehen gucken, macht der Soundbar den Klang so viel besser. Natürlich emotionale Filme wie Titanic. Oh ja. Das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Aber auch diese Tanzfilme, es ist einfach toll. Ja, es wird einfach, Steven Spielberg hat das erkannt mit vielen, vielen anderen natürlich, dass das Sounddesign, so nennt man das, Gesamtpaket an Ton, einen großen Prozentsatz ausmacht am Erfolg eines Filmes und an der Wirksamkeit. Mhm. Man muss sich das nur mal vorstellen, du schaust dir einen Horrorfilm an ohne Ton. Ja. Da gibt es nichts zu gruseln. Der Ton macht das Gruseln. Und so ist es auch. Aber das geht natürlich durch. Das ist auch natürlich so wirksam bei Nachrichten. Wenn ich jetzt nur mal Nachrichten anschaue, ich spreche oder ich höre den Sprecher wieder klar und deutlich, laut und deutlich. Das ist ein Unterschied. Ich möchte das jetzt mal irgendwie symbolträchtig erklären. Ein Unterschied wie von Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Farbfernsehen. Ja. Es ist wirklich. Es ist das wirklich, weil das ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, eben ein Kinofilm oder etwas zu hören und zu sehen im richtigen Format und nicht dieses Krächzen, was aus normalen Lautsprechern rauskommt. Mit so einer Soundbar machen Sie alles richtig. Die Bestellnummer ist die ZX1788569 für unseren Platz Nummer 2, unsere Stereo-Soundbar mit optischem Eingang. Tja, bleibt mir nur noch zu sagen, wir kommen zum ersten Platz und das ist wirklich eine Wuchtbrumme. Hier kommt Platz Nummer 1 für Sie. Ja, Wuchtbrumme, das ist der
Der König unserer Soundbars, Ralf. Ja, und Monika, du kannst gleich stehen bleiben. Und ich bitte Sie einfach, uns mal zu begleiten, weil wir bleiben beim selben Thema, beim Fernsehton. Und hier haben wir unsere leistungsstärkste Soundbar. Auch, Sie sehen es an der Platzierung, unsere beliebteste. Es ist, du hast gerade gesagt, unsere Wuchtbrumme. Optisch schon mal ein absoluter Leckerbissen. Und da setze ich sogar noch eins drauf. Monika, würdest du mir helfen? Hier einfach mal auf die Abdeckung mit den Fingernägeln rein. Ja. Und das ist nur geklemmt. Das dürfen Sie jederzeit runter machen. Das ist auch relativ einfach. So, Ingo. Und jetzt sehen wir, was wir haben. Und ich glaube, man sieht schon, was hier für eine Qualität dahinter hängt. 15 Lautsprecher, Subwoofer, alles integriert. Der ein oder andere wird jetzt sagen, du liegst. Also zwei Lautsprecher und Subwoofer würden reichen, hat er rein theoretisch recht, links, rechts, links und rechts. Aber hier haben wir jederzeit zuschaltbar eine 3D-Soundtechnologie. Das heißt, die 15 Lautsprecher werden unterschiedlich angesteuert und sorgen hier für einen raumfüllenden Klang, ähnlich wie bei einer 5.1-Anlage. Und das ist unser absolutes Flaggschiff, 250 Watt Musikspitzenleistung. Und wenn wir jetzt hier mal ins Bedienfeld schauen, sehen wir auch immer großzügig, was alles machbar ist. Wir sehen auch den USB-Steckplatz und auch natürlich ist diese Soundbar Bluetooth-fähig. Das sehen wir jetzt hier. Ich stecke jetzt mal wieder unseren USB-Stick rein, damit wir mal kurz einen Eindruck des Klangvolumens kriegen. Ich muss hier ganz einfach nur... Das ist jetzt... Ich gehe mal ein klein wenig runter. Wir sind hier bei mittlerer Lautstärke gewesen. Und ich mache mal was anderes. Muss mal schauen, was wir da noch finden. Jetzt sind wir wieder bei Footloose. Gehen wir mal aufs Nächste. Wir hören jetzt einfach mal rein. Jetzt, das hier ist etwas, ja? Kennen wir alle? Erkennst du es, Monika? Game of Thrones. Nie gesehen? Nie gesehen, es ist Game of Thrones, klar. Also, und jetzt hier ist schon sichtbar, was für ein Klangvolumen kommt. Aber es geht hier nicht unbedingt um die Lautstärke, es geht um die Klangqualität. Und was ich hier auch besonders nochmal betonen möchte, ist, viele haben Angst vor neuer Technik. Bekomme ich die gehandelt? Kann ich die anschließen? Hier ist es einfacher als jemals zuvor, über HDMI, also ein einfaches HDMI-Kabel. Wenn Sie einen externen Receiver, das kann auch von einem Pay-TV sein, haben zum Fernseher, gehen Sie von dem Receiver jetzt nicht direkt in den Fernseher, sondern in die Soundbar, dann in den Fernseher. Viele von Ihnen haben aber auch im Fernseher einen Triple-Tuner. Dann geht es noch einfacher, dann ist es ein Kabel. Dann gehen Sie von dem HDMI-Eingang, normalerweise ist es ein Eingang, der mit ARC gekennzeichnet ist an Ihrem Fernseher, in die Soundbar, schon ist er angeschlossen. ARC heißt übrigens Audio Return Channel. So, und dann ist er angeschlossen. Und Sie können sogar noch... Das sind doch Emotionen, die hier rüberkommen, Ralf. Und ich hoffe, das kommt auch nur ansatzweise bei unseren Zuschauern rüber, was hier für ein Klangvolumen ist. Wenn Sie noch eine Spielekonsole haben, Sie können auch jederzeit ein anderes, ein Zweitgerät noch mit dem zweiten HDMI-Eingang anschließen. Also auch da spielt das eine große Rolle, das Sounddesign. Es gibt ganze Abteilungen, die auch bei Spielen Sound kreieren. Ja? Und so klingt die Lieblingsserie, der Lieblingsfilm, die Sportveranstaltung, auch wenn es mal Fußball ist, einfach genial. Ja? Es macht alles so viel plastischer und realer, wenn man so eine Soundbar hat. Diese Soundbar, du hast gesagt, sie simulierte diesen 3D-Klang. Sie kennen das vielleicht bei Freunden, es sieht furchtbar aus, wenn da überall diese Boxen mit Kabeln rings im Wohnzimmer hängen. Sie bekommen einen ähnlichen Effekt hier. Diese Box misst ihren Raum aus und steuert es dann genauso, dass jeder Winkel des Raums den optimalen Klang bekommt. 260 Watt reichen, um große Partys damit zu machen. Ja, und die kann man unterschiedlich auch noch beschallen. Da sehen wir diesen Raumklang. Simulation. Ja. Man kann übrigens, wenn man eine 5.1-Anlage hat, die ist kompatibel. Ja? Wir haben hinten sogar die Anschlüsse für die verschiedenen Satelliten. Man kann das dann als Sender benutzen. Wir haben auch noch einen Anschluss Stereo Cinch. Das heißt, jetzt nochmal ein Beispiel, du hast noch einen alten Plattenspieler. Nur den Plattenspieler, der muss ja irgendwo angeschlossen werden. Den können Sie hier anschließen, dann ist das die Endstufe mit 250 Watt Musikspitzenleistung. Ja. Bluetooth-fähig ist das Ganze auch noch. Ein 250 Watt leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher. Ja? Und dann den MP3-Player, den nutzen wir gerade über einen USB-Stick. Also du siehst eine Vielfältigkeit, aber gerade die Bluetooth-Fähigkeit, wenn du Party sagst, da bist du selber dein DJ und hast hier ein Klangvolumen, das ist wirklich einzigartig. Unser Flaggschiff, hier auch absoluter Bestseller und sowas kostet normalerweise ab 500 Euro aufwärts. In dieser Klangqualität, mit dieser Vielfältigkeit und die Optik, die ist ja auch, die spricht absolut für sich. Sie bekommen es wieder zum TV-Sonderpreis. Es ist wirklich unbeschreiblich, der Klang, der aus dieser Soundbar rauskommt. Unser Platz Nummer 1, die 6-Kanal 3D Soundbar, hat die Bestellnummer ZX1603569.
9. Die war schon ausverkauft, jetzt ist sie wieder da. Es ist ein verdienter Platz Nummer 1. Da sind so viele Lautsprecher drin, die das eben ihren Raum ausmessen und das optimal einstellen für ihr perfektes Hörerlebnis, auch für große Räume. Diese Soundbar füllt ihren ganzen Raum mit genau dem Klang, wie er gemeint ist. Egal, ob Sie Musik hören oder Fernsehen schauen, damit haben Sie das komplette Klangerlebnis zu Hause wieder. Ja. ZX1603569, der TV-Sonderpreis gilt für die nächsten 2 Stunden. Das war unsere Top 10 für Sie. Sie hatten hoffentlich genauso viel Spaß wie wir. Ich liebe Musik in all ihren Richtungen, ob das Radio ist, ob das Fernsehen ist hier. Und das natürlich auch optimal hören mit unseren Kopfhörern, die wir Ihnen gezeigt haben. Digitales Radio haben wir Ihnen gezeigt, alte Medien, Kassetten, Schallplatten. Es war alles dabei bei dieser Top 10, Ralf. Ja. Und Woody hat richtig Spaß gemacht. Oh ja. Also, ran ans Telefon. Ich bin sicher, da ist was für Sie dabei gewesen. Hier ist Platz Nummer 1. Viel Spaß damit.